Also vielleicht vorneweg, wir haben uns so gedacht, dass jetzt nicht so ein Frontalvortrag oder so irgendwie was zu halten, sondern das so ein bisschen in zwei Teile zu untergliedern. So. Wir wollen am Anfang im Prinzip mal Datenschutz klären, was ist Datenschutz, wo kommt der eigentlich her, was gibt es da für Unterschiede, wie so verschiedene Betrachtungen, dann Begriffe, vielleicht mal so ein paar grundsätzliche Sachen ein bisschen erläutern. Und dann geht es uns eigentlich mehr so um so ein bisschen in eine Diskussion mit euch zu kommen, mit dem Ziel, so wo begegnet uns Datenschutz auch bei Podcasting und bei anderen Aktivitäten, die wir damit irgendwie auch zu tun haben könnten oder so. Und dann so eher so im Dialog mit euch so, okay, wo gibt es Fragen, und dann eher so ein bisschen in die Richtung zu kommen, so die Fragen, die einem so dann unter den Nägeln brennen oder so, mal versuchen, so ein bisschen zu klären. Das ist so grob so die Idee von diesem Workshop. Und ja, im Prinzip bin ich Datenschutz. Was ist eigentlich Datenschutz? Du darfst nicht antworten. Ich glaube, es sind zwei, außer uns beiden, sind noch mindestens zwei professionelle Datenschützer hier. Hat jemand von euch mit Datenschutz zu tun, so beruflich oder mehr? Beruflich? Okay. Meinst du schon? Ich ja, doch, professionelle Datenschützer sind eben nicht die Zielgruppe. Aber nicht sondern wir zu haben gesagt, es gibt Podcasts um das Thema Datenschutz, die richten sich in der Regel an die Datenschutzprofis, und wir versuchen jetzt das so zu erklären, dass man es versteht, um was es geht, und ich versuche das auch in dem Vokabular zu machen, weitgehend, dass es verständlich ist, und schmeiße euch keine Paragraphen am Kopf, wo nicht notwendig. Also da, wenn es dann um ein paar konkrete Dinge geht, kann man da schon mal drauf eingehen, oder wenn ihr da Fragen zu habt, aber erstmal so ein Grundbegriff, was ist eigentlich Datenschutz? Das ist so schwierig, weil Datenschutz hat eine unheimliche Bandbreite. Das gibt so quasi das, was die professionellen Datenschutzarbeiter machen. Also ich nenne das mal Datenschutzarbeiter, weil meine Kinder haben das früher so erklärt im Kindergarten und in der Schule, weil sie sich Datenschutzbeauftragte oder solche komplizierten Begriffe nicht merken konnten. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für das, was man da tut, Datenschutzarbeiter. Und vor allem, was wir hauptsächlich in der Praxis machen. Also wir sind im Moment beide keine Beauftragten, also Datenschutzbeauftragten in so einer gesetzlichen Funktion, sondern eher mit dem Thema Hilfspersonal unterwegs. Also sozusagen in der Praxis, wie kann man das zusammenbringen? Und ich möchte anknüpfen, weil das passt eigentlich gut an den Vortrag von Moritz gestern Abend, weil es darum ging, ich weiß nicht, habt ihr das alle soweit mitgekriegt, Meinungsfreiheit versus Free Speech. Und er hat ja ein bisschen beklagt in unserem Grundgesetz, das heißt in so der Verfassung, in den Basics, die ersten Artikel, die unser Zusammenleben bestimmen. Da kommt ja die Meinungsfreiheit erst ziemlich spät. Ganz vorne kommt was anderes, und da ist auch der Datenschutz drin. Das heißt, das ist so ja, ein historisches Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass Datenschutz sich ableitet aus Artikel 2 und Artikel 1 Grundgesetz. Das heißt, das ist, sind die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit der Würde des Menschen ist eigentlich der Datenschutz, auch wenn es nicht formuliert ist. Und das sagt dann eigentlich, Datenschutz ist eigentlich ein blödes Wort für das Thema, weil es geht nicht um den Schutz von Daten, das ist eher so IT-Sicherheit oder irgendwas, sondern Datenschutz ist Persönlichkeitsrecht, es geht um Menschen. Und das ist auch das, wo ich gestern in meiner Vorstellung kurz gesagt habe, wo ich dann auch immer denke, okay, was erzählt ihr hier? Das ist so der gefühlte Datenschutz. Man meint zu denken, das geht hier um Datenschutz, aber eigentlich müsste man sich darauf konzentrieren, es geht um die Menschen, zu denen die Daten gehören, und da setzt der Datenschutz an, was natürlich auch irgendwo Grenzen hat, weil wenn man in die Juristerei geht, das ist immer so ein Thema, oder die Technik, sieht das anders aus, aber das ist so, ja, das ist ein Grundrecht, das ist von der Verfassung garantiert, das heißt, wer Datenschutz ernst nimmt, da geht es um Menschenrechte. Und dann geht es auch wirklich um historische Dinge, die gewachsen sind und auch eine Basis des Zusammenlebens sind. Und dann wird die Dimension größer, und dann kann man sich vielleicht ab und zu was erklären. Ja, ich will noch mal, trotzdem noch mal so auf einen Begriff, der da in diesem
Boxsellungsurteil da auch sehr rausgehoben wurde und ja immer noch gültig ist. Ganz essentiell ist, ist nämlich der Begriff der Selbstbestimmung. Ja, es geht also nicht beim Datenschutz rum zu sagen, naja, ihr dürft das nicht und dürft das nicht und die Daten müssen so und so irgendwie sicher auf einem Server liegen oder sonst was. Es geht zunächst mal darum, jedem selbst bestimmen können zu lassen, was mit seinen Daten geschieht. Ja, ich muss selber entscheiden dürfen, was mit meinen Daten geschieht, wenn ich damit einverstanden bin, dass Google die verarbeitet und irgendeinen Murks damit macht oder so. Dann ist das einzig und allein mein Problem und meine Entscheidung und nicht die Entscheidung eines Datenschützers oder von irgendwem. Das Thema, was dann ein bisschen schwierig wird, wo es dann auch logischerweise zur Diskussion führt, ist, ich muss mich oder ich muss denjenigen, der da als Betroffener gesehen wird, natürlich irgendwie in die Lage versetzen, das beurteilen zu können. Also welche Risiken ergeben sich, wenn Google das dann halt verarbeitet? Was macht Google eigentlich damit? Das müssen sie halt irgendwie mir auch darstellen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die dann wichtig werden, kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr in der Diskussion drauf. Aber wichtig ist wirklich so, der Datenschützer oder der Datenschutz ist nicht der Verhinderer von irgendwas, sondern derjenige, der dafür sorgen muss oder diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass jeder selbst entscheiden können muss, was mit seinen Daten, für welchen Zweck die auch immer verarbeitet werden, dann tatsächlich geschehen, welche Risiken sich ergeben. Dann muss er ein Urteil bilden, muss sagen, okay, das will ich oder das will ich nicht. Ja. Und das geht halt oftmals nicht und deswegen gibt es dann immer mal auch Rechtsstreitereien und große Diskussionen. Aber ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, warum Datenschutz dann oft in der Presse ist oder warum es ab und zu knallt, so Thema Facebook, Google und so weiter, ist ja schon gefallen. So ein Bild mal, um sich vorzustellen, was ist da die Problematik dran? Das heißt, wir leben hier in Europa, Datenschutz ist nicht nur in unserem Grundgesetz, das ist auch europäisch harmonisiert. Wir kriegen 2018 einheitliches Datenschutzrecht in 27 Ländern und wir haben im EU-Vertrag von Lissabon Datenschutz als Grundrecht drin. Jeder EU-Bürger hat das Recht auf Datenschutz, das ist explizit sogar benannt. Und das ist so das Thema, wir waren beide in USA letzten Dezember und da habe ich dann als erstes sozusagen für Schulung mir da gleich mal ein Video gemacht, das wir leider technisch in so einer miesen Qualität haben, dass wir jetzt nicht zeigen. Aber wer von euch war schon mal weltweit auf Flughäfen? Kennt ihr den Unterschied zwischen diesen Gepäckwagen, Kufferkulis oder wie wir die bei uns nennen, am Bahnhof auch zwischen Europa und USA? Ja, die kosten kein Geld in Häusern. Ja, das wollte ich jetzt nicht ganz rausholen. Das ist auch wichtig. Ist aber auch gut. Eventuell auch ein Aspekt. Nee, ich wollte das mal selber sehen, also ich war das erste Mal in den USA im Dezember. Bei uns, wenn ich mein Gepäck auflade und ich will losfahren, was muss ich dann machen? Drücken. Ja. Bremse lösen. Drücken, genau. In USA rollen die Dinger und wenn ich anhalten will, muss ich bremsen. Und das ist ein schönes Bild im Kopf. So sehen die auch Datenschutz. Das heißt, die machen erstmal, bis einer Stopp schreit bei Facebook, hey, hier läuft was schief und dann kümmern die sich drum. Und bei uns ist das Grundprinzip, hallo, klär das bitte vorher ab und erst dann darfst du. Und deswegen knallt das voll aufeinander und deswegen gibt es die Problematiken und die Diskussion und die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Also das ist so ein Bild, wenn man das im Kopf hat, Erklärt das viel und man kann sich ein bisschen in das Bild einfinden und man kommt dann weg davon, ich verstehe das Ganze nicht, was haben die jetzt, also, muss ich jetzt das Gesetz lesen? Also das vereinfacht das Ganze. Vor allem auch das Verständnis zwischen deren Kultur und unserer Kultur. Wir haben ja relativ häufig mit amerikanischen Unternehmen zu tun, die bestehen überhaupt nicht, was wir für ein Thema haben. Ja? Die kommen damit einfach nicht klar, weil die das vollkommen andersrum gewohnt sind. Für die fängt Privatsphäre im Schlafzimmer an und bei uns hört sie an der Haustür im Prinzip schon komplett auf. Ja. Also da gibt es nichts mehr, wo der Staat oder wer auch immer da irgendwie drüber darf. Ja. Bei denen ist das so im Kopf, naja, Schlafzimmer ist klar, das ist dann super intim und das ist dann privat, aber alles andere ist eigentlich erstmal shit egal. Wo man das aussieht, dass es halt eben nicht nur ein Datenschutzthema ist, ich finde das auch ein schönes Beispiel. Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die sind in den USA vollkommen offen zu kaufen, die kannst du in jedem Supermarkt in Massen kaufen. Und das Maximum, was da passieren kann, nachdem dann irgendwelche Kinder irgendwann mal tot umgefallen sind, ist, dass man dann rausschreibt für Kinder nur maximal 5 Bonbons und dann halt lieber nicht mehr oder so. Das wird es bei uns nie geben. Ja?
Also das wäre, also erstens vorher zu testen, ob überhaupt, ne, und wenn das gefährlich ist, kriegst du das in keinem Supermarkt, ja, sondern dann ist das halt nur in Drogerien oder in Apotheken zu kriegen. Und das ist da schon extrem. Genauso dieses Vorgehen kennt auch jeder, gibt ja ein paar lustige Sachen. Katze irgendwie steif gefroren in der Mikrowelle tun und so, dann steht dann irgendwann in der Bedienungsanleitung halt drin, darfst du halt nicht machen. Aber das war es dann auch schon. Ja. Bei uns würde das halt anders aussehen. Auf der anderen Seite ist was Positives, und das mal vielleicht in das Positive nochmal umzukehren, aber dann in Amerika eben schon schöner, dass wenn was passiert und es ist halt wirklich daneben gegangen, dass du da halt wirklich Recht auf Privatklage hast, was hier in Deutschland und wo dann richtig Geld fließt, also wo es dann immer ganz schlimm wird, was hier in Europa eher nicht so stattfindet. Also so diese typischen Klagen gegen was weiß ich, Apple oder so, weil das iPhone halt jetzt doch nur 3 Stunden läuft statt 4 wie versprochen, kriegst du halt irgendwie eine Möglichkeit, da irgendwas zu machen, das ist halt hier eher ungewohnt. Also gibt da Vor- und Nachteile, was dann im Prinzip auch so bedeutet, sagt Dieter da auch immer gerne, was jetzt davon besser ist oder schlechter, also ob das stetige Verbot und erst die Erlaubnis, nachdem man dann irgendwo was drinstehen hat oder einen Vertrag gemacht hat oder irgend sowas, zu haben, und ist das der bessere Datenschutz oder ist der Datenschutz besser, wo man sagt, naja, wir machen halt erstmal und gucken dann halt, wenn sich jemand beschwert, okay, dann müssen wir es halt einschränken. Das, also in 200 Jahren kann es irgendwie, also ich möchte es nicht beurteilen, weil letztendlich so den abschließenden Beweis hat dann keine andere gewählt. Begriff noch, was sind eigentlich personenbezogene Daten? Also da gibt es so juristische Definitionen. Ich gehe mittlerweile in der Praxis dazu über zu sagen, im Prinzip alles. Wenn ich es ans Internet denke, sowieso, also es ist alles irgendwo personenbezogen. Was aber eben nicht heißt, weil viele haben dann Angst davor, guck, das will ich jetzt nicht personenbezogen. Die meinen, haben wir es verboten. Das heißt es eben nicht, sondern wenn es personenbezogen ist, dann muss ich darüber nachdenken, was tue ich da? Also das ist eigentlich das Prinzip von Datenschutz. Wir haben zwar so dieses Prinzip Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, man sieht das juristisch, aber es geht eigentlich darum, ja, dann überleg dir Datenschutz, was machst du da? Und da ist so ein wichtiger Punkt, die Zweckbindung. Also überleg dir, was hast du vor, um diese Transparenz herzustellen, um denjenigen, dessen Daten das da sind, in die Lage zu versetzen, da quasi was tun zu können. Und da hast du heute ein schönes Beispiel gefunden, heute früh. Das war die Teilnehmerliste. Genau. Also wir haben heute Morgen kam eine kurze Durchsage, jeder schreibt da sich mal irgendwie diese Teilnehmerliste rein, weil wir wollen ja wissen, wie viele da sind. Und der Datenschützer müsste da jetzt eigentlich total intervenieren, noch in der Videoaufnahme hier, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber weil für den Zweck, wie viele Teilnehmer hier sind, muss ich nicht aufschreiben, wer das da ist. Ja? Also wenn ich jetzt als Datenschützer Transparenz gegenüber den Betroffenen, der Betroffene ist halt derjenige, um den es dann letztendlich in den personenbezogenen Daten geht, sage, der Zweck dieser Liste ist eigentlich nur rauszukriegen, wie viele Leute hier anwesend sind heute, und dann morgen gibt es halt wieder eine Liste, müsste sich keiner da eintragen mit Namen oder sonst irgendwas, dann wird es vollkommen reichen, wenn jeder einen Strich macht. Und dann ist das nämlich von vornherein ein anonymes Datum und kann eben nicht mehr so einfach jemand zugeordnet werden. Ja? Ich sage jetzt mal, das ist jetzt kein Riesenproblem, ja? Aber das ist so, müsste man eigentlich an solche Dinge rangehen. Also der wichtige Punkt ist schlicht und ergreifend, okay, grundsätzlich personenbezogene Daten sind im Prinzip heutzutage eigentlich fast alles, weil sie immer irgendwie zuzuordnen sind. Kann man grundsätzlich eigentlich fast schon ausgehen, 2018 mit der europäischen Grundverordnung wird das eh noch mal ein bisschen manifestierter, weil da selbst anonyme und pseudonymisierte Daten als personenbezogene Daten gelten. Wichtiger Punkt ist diese Zweckbindung als Begriff. Ja? Also Zweckbindung heißt, ich muss klar machen, wofür ich diese Daten erhebe und verarbeite, was ist eigentlich das Ziel. Ja, und das muss ich demjenigen, der da als Betroffener gilt, das ist auch so ein typisches Wort aus dem Gesetz, Betroffener ist auch derjenige, um den es da geht, das muss ich dem klar machen, das muss ich dem transparent machen, warum erhebe ich die Daten, wie verarbeite ich die Daten, sodass er eben das, was ich am Anfang gesagt habe, die Möglichkeit hat, selber zu bewerten, okay, das passt, das macht Sinn, das ist schlüssig, und was für ein Risiko habe ich und will ich das oder will ich das nicht. Ja. Zwei Begriffe will ich nochmal schnell aufgreifen, weil die sehr, sehr häufig fallen in so Diskussionen mit Datenschützer, also vor allem dann auch Rechtsanwälte anwesend sind, wir sind beide jetzt in der Techniker.
ist verantwortliche Stelle und Dritte. Ja, also es gibt in diesem ganzen Spiel um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eigentlich drei Parteien. Das sind einmal der Betroffene, also mit denen geht es. Ja. Dann gibt es diejenigen, die die Daten verarbeiten, das ist die verantwortliche Stelle. Und dann gibt es Dritte, das sind alle anderen. Und die haben in der Regel erstmal, außer es gibt da wieder auch wieder irgendeine Rechtsgrundlage, überhaupt nichts mit der Verarbeitung, mit den Daten und mit der Auswertung von Daten zu tun. Ja, das sind so die drei Rollen, die es da gibt in der Umwelt, die man da beachten muss. Und wichtiger Punkt ist eben, muss einen Zweck haben, das muss klar sein. Und ganz wichtig ist, das muss vor allem den Betroffenen auch in irgendeiner Form so mitgeteilt werden, dass er damit was anfangen kann. Problem ist nicht immer einfach, das kennt man. iTunes, Apple, Microsoft, alle, die irgendwie was machen, Google auch. Da kommen dann diese riesigen Dinger, hier, wie nennt sich das? Einwilligungserklärung, was macht Datenschutzerklärung oder was auch immer da immer so dran steht, ne, so verarbeiten wir eure Daten. Und dann hast du dann 24 Seiten, wo dann genau drin steht, was wir machen. Jeder weiß, das liest kein, also, ne, wer liest das? Also wirklich so bewusst, dass er dann noch tatsächlich die Wahl hat zu sagen, naja gut, das iTunes ist mir jetzt vielleicht nicht so sehr, ich nehme dann doch lieber Spotify oder so, muss man sich auch ein bisschen drüber im Klaren werden, aber letztendlich ist das natürlich eine Frage, wie man es dann letztendlich auch dann macht. Also das war quasi so mal ein bisschen für uns gedacht, die ersten 20 Minuten mal so ins Thema anführen, wie wir das Thema Datenschutz sehen und das Bewusstsein sozusagen zu setzen. Eigentlich reden wir hier über Grundrechte. Und im Anzuknüpfen von gestern. Und in Europa eben stehen diese Grundrechte über anderen Dingen. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema und das begegnet uns halt ab und zu. Und dann hat es wahrscheinlich auch mit Podcasten zu tun, weil da gibt es die Podcaster und die Nutzer oder die Hörerinnen und Nutzerinnen. Ja. Also gut, also. Frage? Ja, ich hätte jetzt gerade ein konkretes Beispiel. Seitdem ihr habt jetzt eine Agenda, die ihr... Nee, das war jetzt die Einleitung genau, und jetzt gehen wir... Du hast nämlich, glaube ich, gestern in der Vorstellungsrunde schon angesprochen, dass ihr Vater noch vor mir diese Cookie-Meldungen übersetzen müsst. Okay. Das ist ja jetzt irgendwie so ein Phänomen seit ein, zwei Jahren, dass jeder blöde bei ihr gelaufene Bibi-Kaka-Website mich fragt, ob ich die Cookies akzeptieren will. Ja. So, da kommt natürlich daher, weil hier Recht auf informationelle Selbstbestimmung. So, aber die Browser bieten, seit es Websites an gibt, 1995, bieten die Browser an, das komplett einzustellen. Für die Website will ich, für die Website will ich nicht. Kann ich informationell selbst gestalten. Wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, dass ich jetzt in jeder Website anhaken muss, dass ich diese blöden Cookies akzeptiere? Sagen wir so, es war rechtlich schon immer so. Ja. Nur es gibt Juristen, die damit Geld verdienen, indem sie Abmahnungen machen. Also es hat auch damit zu tun, das ist ein prima Geschäftsmodell, auch im Urheberrecht, bestimmten Dingen nachzugehen. Und die Problematik ist dann, also da kommt man dann so in die Feinheiten auf den Websites, wie kannst du dem Nutzer erklären, dass du hier personenbezogene Daten verarbeitest. Und das Problem ist, das Gesetz fordert schon immer, bevor du diese Daten erhebst, musst du den informieren. Und das ist, wenn ich tiefer in die Technik gehe, also das ist so auch in der Entwicklung her, das muss erstmal auf der Ebene diskutiert werden. Das muss erstmal bekannt sein und eben, wie gesagt, die Entwicklung kommt aus einem anderen Rechtssystem her, die dieses Problem nicht kennen, nicht sehen, nicht verstehen. Und dann muss sich das irgendwo entwickeln und dann muss es irgendwo mal knallen. Und dann gibt es halt verschiedene Dinge und dann kommt es wieder darauf an, wen kann ich abmahnen. Ja, aber die Kiste um halt nochmal auf so eine relativ einfachere, abstraktere Ebene zu bringen. Das Thema ist, wo kein Kläger ist, ist kein Richter und auch kein Klager. Und das hat dann immer gut funktioniert, das hat irgendwie nicht gelöst. So Anliegungserklärung kannst du halt so und so, hat sich nie einer irgendwo so drum gekümmert. Dann gab es halt diese immer wieder Vorfälle, ja, so Abmahnungen und dann wird dann halt auch einmal Geld verdient. So, und dann kommt die große Frage des Chefmanagements in so einem Unternehmen. Ja, wir haben hier irgendwie ein Portal, Webseite, wunderbar. Jetzt sag mir mal, lieber Rechtsanwalt, du bist ja hier im Internet, bist du auch irgendwie, machst vielleicht Datenschutz noch nebenbei. Was mache ich denn jetzt dagegen, damit der mich jetzt nicht da jeden Monat mit ein paar tausend Euro belabert? Ne? So. Und dann findet man halt Lösungen. Und eine Lösung, die sich relativ schnell durchgesetzt hat, weil sie technisch einfach umzusetzen ist, ist diese, blendet da was ein, da klickt er dann drauf, das ist technisch nachweisbar, also du hast dann in den Logdateien drinnen stehen, mit der IP-Adresse ist er da rangegangen, dann hat er um die Uhrzeit da auf diesen Button gedrückt und war damit einverstanden, alles geht weiter. Das wird von Richtern akzeptiert.
Das ist technisch gesehen eine vollkommen schwachsinnige. So, jetzt kommt, was Dieter auch meint, was meiner Meinung nach echt wichtig ist. Also ich bin zufälligerweise auch im W3C unterwegs und da werden ja Protokolle und alles Mögliche so auch mal diskutiert, wie geht es weiter mit World Wide Web und so. Und da gibt es einen schönen Mechanismus, den es schon länger gibt, den Protokoll noch schon niedergeschrieben ist, Do Not Track. Du gibst in deinem Browser einfach an, für diese Webseite bitte nicht tracken und das wäre ja im Prinzip genau das Äquivalent. Die große Problematik, die da im Moment noch besteht, das ist halt kein Protokoll, was gängig, also durchgängig sich umgesetzt hat, also im Sinne von, es ist in jedem Browser so und so gehört, das ist das eine. Und die Nachweisbarkeit ist auch noch nicht so bewiesen. Ja, wo die jetzt dran sind, also um da mal zu sagen, okay, da geht es natürlich von der Denke auch weiter, die sagen sich jetzt in diesem, da gibt es ein Forum, Do Not Track, im Prinzip so eine Arbeitsgruppe, die sich jetzt darüber Gedanken macht, mal eine Implementierung hinzukriegen, die man dann den Aufsichtsbehörden, die es da gibt, die darüber entscheiden, was datenschutzmäßig okay ist und was nicht, praktisch eine Testimplementierung zu zeigen auf einer größeren Plattform und dann zu fragen, Leute, ist das das, was ihr eigentlich wollt? Ist es das, was akzeptabel ist? Dann stellen wir das jetzt hier vor, wie man das technisch umsetzen kann. Und dann wäre das so eine Lösung, wo du eben nicht mehr diesen Balken da kriegst und musst da klicken oder so, sondern stellst in deinen Browser ein, für die Webseite, was weiß ich hier, Kotlauf irgendwas, ja, .org, da möchte ich nicht getrackt werden. Das stellst du dann in einem Dashboard ein, auf deinem Browser, bei dir zu Hause, brauchst du keinen zentralen Server für nichts. Und dann wäre das eigentlich eine vernünftige Lösung. Aber das muss erstmal gemacht werden, das muss mal umgesetzt werden. Und was da ein wichtiger Punkt ist, so eine Aufsichtsbehörde, da gibt es Aufsichtsbehörden, die über Datenschutz Aufsicht führen, ja, die dann gefragt werden, ist das eine vernünftige Lösung, kannst du damit leben? Und die sagen dann, jo, das hört sich vernünftig an, so können wir es machen und dann muss ich halt nochmal durchsetzen. Was dauert halt alles? Jetzt kein Techniker und ich kenne das auch, was du erzählt hast mit den Cookies. Was ich mich immer frage, ist, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich das nicht anklicke oder wenn ich es anklicke, hast du mir jetzt gesagt, es wird protokolliert, ja. Aber wenn ich es nicht anklicke oder wegklicke, wenn es nicht akzeptiert wird, wird es trotzdem oder bremst es tatsächlich das? Nee, das bremst es nicht aus, sondern es werden tatsächlich für dich dann in deinem Browser keine Cookies abgelegt. Dürfen die nicht. Das heißt, das greift schon auf das. Das greift schon das Unschuldige. Da steht ja nicht dabei, was passiert. Ja, da steht ja dabei, aber deswegen macht man das ja. Und das Blöde ist halt, was halt echt stört, ist, ja, die machen das, aber du kannst es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen. Also, ja, ne? Ich kann es aber auch nicht, finde ich auch nicht praktikabel, dass ich dann bei jeder Webseite auf den Browser gehen muss und den Browser einschalten, genau. Ob ich das jetzt dort darf oder nicht. Ja. Also das ist ja noch ärger als dieses. Ja, der Unterschied ist zumindest also positiv da dran gegangen. Ja? Der Unterschied ist, früher haben sie gar nicht gefragt, es hat einfach keine Socke interessiert. Ne? So, die haben halt Cookies gesetzt, ob du das wolltest oder nicht. Ne? Außer du hast einen Browser, der das sauber macht, aber nicht jeder macht das sauber. Ja? Und dann kommt die nächste Version, hast du wieder ein Thema und gab's nie eine zufriedenstellende Lösung. Das ist jetzt zumindest mal eine Lösung, die irgendwie akzeptiert wird. Die ist nicht schön, die ist in der Praxis vollkommen unbrauchbar. Aber wie, das wollte ich eigentlich nur sagen, ja, da überlegen auch noch ganz andere Leute, wie kriegt man das jetzt so sauber hin, dass man im Prinzip beide Seiten irgendwie zufriedenstellt. Was mir wichtig wäre als Datenschützer, ist nicht, dass die keine Cookies setzen oder sonst was. Mir viel wichtiger wäre, also nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, informationelle Selbstbestimmung, dass du eine Möglichkeit kriegst, das für dich selbst nachvollziehbar in deinem Browser lokal sauber einstellen zu können. Du gehst auf bestimmte Webseiten, dann möchtest du das, weil es funktional auch gut ist, ja, weil du es vielleicht willst, dass die wissen, wann du das letzte Mal was angeklickt hast oder so. Und bei anderen willst du das nicht. Und dann musst du das irgendwie auch mal richtig in eine Art Dashboard auswählen können und steuern können. Das kannst du heutzutage, außer mit Do Not Track, überhaupt nicht. Nur Do Not Track hat im Moment noch das Riesenproblem. Das interessiert auf der anderen Seite im Moment keine Socke. Und wie ist es beim Podcast? Entschuldigung, wenn man ja, jetzt kommen wir zu den Podcasts. Das ist ja Analytics, super, die das so schön da herstellt. Ich frage mich, wofür brauche ich diese Zahlen? Ja. Aber genau das ist der Punkt. Aber da habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr irgendwie. Ja. Also die Sache ist, also zum einen, es ist ein super, super Beispiel. Also wo begegnet uns das als Podcast? Denn immer dann, wenn du irgendwie auch noch eine Webseite betreibst und irgendwie was machst oder wenn du selbst in deinem Podcast irgendwie Daten auswertest. Der Punkt wäre, also eigentlich müsstest du hingehen und überlegen, okay, genau wie du sagst, ich weiß zwar nicht, was du mit den Zahlen willst. Wenn ich irgendwas habe, was ich schon gar nicht brauche,
dann also vorher überlegen, was ist mein Ziel mit solchen Daten irgendwie, was will ich damit erreichen, welche Daten brauche ich überhaupt? Und wenn ich dann sowas mache, natürlich musst du dann dein Klientel, also die betroffen sind da von den Daten, die da erhoben werden, irgendwie klar machen, okay, pass auf, ich möchte das Ziel erreichen, deswegen erhebe ich die Daten und ich habe es auch einigermaßen unter Kontrolle. Mit Google Analytics, sage ich jetzt mal so meine eigene Behauptung, habe ich gar nichts mehr unter Kontrolle. Deswegen wäre das zum Beispiel so ein Thema, wo ich sagen würde, brauche ich das jetzt unbedingt, brauche ich das nicht, wenn ich es nicht brauche, lass ich es bitte schön. Ja, weil das kriege ich bei dem, der da eventuell nachher ein Problem mit hat, also bei den Leuten, die ich eigentlich ansprechen will, habe ich eher ein Problem, als dass ich da Nutzen von habe. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Botlauf Publisher Daten, die sowieso da sind, nicht extra jetzt welche erhebt oder nicht extra welche abfrage, sondern das sind Daten, die sowieso zur Verfügung stehen. Und die da dargestellt werden. Das heißt, insofern sehe ich ja dann nur, wie viele Daten gesammelt werden, die eigentlich unnötig sind. Ich würde ohne Wissen der Leute. Ich würde gerne mal eine Frage zwischen reinstellen. Mir läuft es ein bisschen aus dem Ruder. Wer betreibt denn hier einen Podcast geschäftsmäßig oder gewerbsmäßig? Dann ist diese ganze Thematik immerhin für anderthalb Leute interessant hier im Raum. Also ein Punkt ist von den Gesetzen her, also in Deutschland erstmal, Telemediengesetz, dieses Thema Impressum ist ja auch so ein Thema. Impressumspflicht, nur gewerbliche Nutzung. Allerdings wahrscheinlich in der Praxis, wenn man so an die Grenze kommt mit Flatter und so ein Zeug, also wenn das Finanzamt das unterstellt, wenn man auf der sicheren Seite sein will, kann man sowas auch machen, aber Privatpersonen, die trifft das nicht. Das Thema Datenschutzhinweise dagegen, das trifft jeden Diensteanbieter und ein Diensteanbieter ist jeder, der quasi da was anbietet. Das heißt, das Thema über Datenschutz informieren, da wo auch Cookies drin sind, das trifft dann eigentlich jeden. Und bei gewerblicher Nutzung ist das Thema nochmal verschärft, weil da gibt es dann quasi noch Formanforderungen. Da gibt es quasi eine Beschreibung im Telemediengesetz, Paragraph 5, Absatz 1, schieß mich tot. Da gibt es ja auch viele Vorlagen. Da gibt es auch was Spannendes, weil eigentlich geht es ja darum, den Nutzer interessant zu informieren. Also ein Datenschützer in Deutschland macht das ganz gut, das ist ein Podcaster, allerdings richtet er sich an Profis. Das ist datenschutz-guru.de. Der hat schöne Datenschutzhinweise. Wenn man die mal durchliest, der erklärt das. Und da ist auch das Thema Google Analytics drin, weil es gibt auch diese IP-Adress-Shortener und so weiter. Wobei, um nochmal an den Anfang zurückzugehen, ich muss mir wirklich überlegen, brauche ich es? Und wenn ich in der Lage bin, was abzuschalten, das ist dieses Privacy by Design, dann soll es aus sein. Und das ist auch das Problem bei den Browsern. Die Hersteller werden nicht auf die Idee kommen und das bei Default ausschalten, dass Cookies nicht funktionieren, weil dann nämlich ganz viele, die Geld verdienen wollen, auf die Barrikaden und in den USA hängt da halt Werbung dran und die haben eine andere Werbungskultur. Die ist für mich nicht nachvollziehbar, ich kenne die so nicht, ich will die auch nicht, aber das ist halt das Thema, ist einfach anders als bei uns. Und von daher ist das klar, dass die diese Voreinstellungen haben und das ist so die Problematik. Das heißt also, nochmal zurück, wichtig als Podcaster, wenn es an die Grenze geht, Professionalität. Eigentlich steht drin, wenn ich Angebot gegen Geld, aber das ist so, ich würde sagen, wenn so ein Finanzamt anspringt oder meine Steuererklärung dazu abgibt, also dann kommt man an die Grenze hin und dann sollte man gucken, auch dieses Impressumsthema zu machen, das da geregelt ist. Wo man dann, aber ich gebe dir vollkommen recht, ne? Also das Thema ist natürlich, wir gucken, okay, was ist jetzt wie relevant für wen und so, aber ich finde auch bei Dieter DMG ist das schon relevant, auch für, wenn du das privat machst. Und da gibt es schon gesetzliche Vorschriften. Ich denke mal, unabhängig davon ist halt wichtig, ich muss ja selber mal wissen, was auf meiner Büchse da los ist. Also dieses Beispiel ist nicht schlecht. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass Botlauf das und das nicht macht oder das und das macht oder keine Ahnung. Also wichtig ist, ich muss erstmal irgendwie rauskriegen, was brauche ich, was muss ich da irgendwie selber erheben, damit ich an das rankomme, was ich da haben will. Also so Statistiken sind schon sinnvoll. Ne? Wie viele haben wir da abgerufen, wie viele Wiederholer gibt es und solche Dinge. Da muss ich mir überlegen, was passiert. Und der zweite Punkt ist, ja, ich muss das mein Klientel irgendwie klar machen. Ich muss dem mit diesen Datenschutzhinweisen im Prinzip erklären, pass mal auf, ich erhebe die Daten aus dem Grund.
Und dann sollte der Grund auch der sein, wofür ich es mache und nicht irgendwie so, und ansonsten hebe ich die auf und gucke mal in zwei Jahren, was ich noch Tolles mit den Daten machen kann, sondern dafür nehme ich das dann. Und dann hole ich mir praktisch die Rechtsgrundlage über eine Einwilligungserklärung. Dann lasse ich nachher im Prinzip einwilligen, okay, ich bin damit einverstanden, dass die Daten erhoben werden, und zwar aus den Zwecken, die ihr da aufgeführt habt, und dann ist alles gut. Ja. Und dann seid ihr, also was das angeht, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Der Rand, der da sich noch ein bisschen aufruht, ja, ihr verwendet alle Tools, ja. Und natürlich ist es wichtig, rauszukriegen, was die Tools dann noch so anstellen, vor allem wenn ich die eben nicht selber im Griff habe. Ne. Also gegen Google Analytics ist grundsätzlich gar nichts zu sagen. Ja, aber ich muss halt wissen, was da passiert. Ja, vom Grundsatz her erstmal nicht, solange klar ist, was machen die damit? Und wo findet das statt? Ja. Und wenn ich eine Einwilligungserklärung hinkriege, wo ich das sauber darstellen kann und sauber meinen Betroffenen klar machen kann, aus den Gründen gebe ich denen die Daten und kriege das Ergebnis zurück und ist alles wunderbar, ich kriege das sauber abgebildet, dann wäre das auch gar kein Problem. Aber leider kriegt man es nicht sauber abgebildet, weil es halt ein amerikanisches Unternehmen ist, was das nicht so einfach zulässt. Ne? Verträge kann ich mit denen nicht machen. Ja, also Privatperson nicht. Als Privatperson nicht. Auftragsverarbeitung. Man will ja da was machen. Ja. Wobei ich da vorher nochmal auf was anderes eingehen würde. Wer kennt die Zwei-Klick-Lösung nicht? Nicht. Und zwar für Social Networks. Bei Heise kann man das wunderbar angucken. Es gibt eine Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, Flatter, Facebook und alles ist ausgegraut. Ich klicke da drauf und erst dann share ich, weil tatsächlich im juristischen Sinne kommt es darauf an, wann wird übermittelt. Und die haben ihre Plugins, also Facebook als auch Twitter, deren Plugins sind so gestaltet, auch Google Plus und wahrscheinlich viele andere, die haben die so gestaltet, dass die Daten beim Aufrufen der URL schon rübergehen. Und wenn du jetzt Gewerbetreibender bist, dann hast du ein Problem, weil dann verstößt du gegen Datenschutzrecht, wenn du keinen Vertrag mit denen hast. Und das ist die Problematik. Und dann kommt es wieder darauf an, bieten dir die einen Vertrag über das Thema an, weil nach europäischem Recht gibt es quasi so mehr oder weniger zwei Zonen. Ich vereinfache es jetzt mal. Es gibt innerhalb Europas und es gibt außerhalb. Und wenn es außerhalb ist, da gilt das europäische Recht nicht, dann kannst du das auch nicht einklagen und nicht durchsetzen. Daher muss derjenige, der das anbietet, das richtet sich quasi an die professionelle Nutzung, Datenverarbeitung an die Firmen hauptsächlich, aber auch Einzelunternehmer, dann musst du dafür sorgen, dass es außerhalb der EU auch einklagbar ist. Und da gibt es Vertragskonstruktionen, die mittlerweile auch von fast allen Namhaften angeboten werden. Da wird es aber dann teilweise beliebig kompliziert. Da gehört zu, diese Basis war mal Safe Harbor Principle für USA. Das war das, was explodiert ist letztes Jahr und nicht mehr zulässig ist. Und jetzt gibt es im Moment nur noch EU-Standardvertragsklauseln oder, ja, das ist aber nur firmenintern. Also es gibt firmeninternen Regelungen, die werden für Podcasts ja wahrscheinlich ja interessant, aber nach dem Konzern. Noch nicht. Ja, also wenn man quasi in Konzernen podcastet, dann ist es durchaus mal wieder zu überlegen, aber da hat man dann meistens sowieso einen Datenschützer, mit dem man das durchspricht. Weil das ist, da gibt es hier vollkommen recht, hier wahrscheinlich eher weniger relevant, ja, obwohl es mit Sicherheit interessant ist. Aber diese Zwei-Klick-Lösung, um das nochmal abzuschließen, ja, was wichtig ist, was da passiert ist, beim ersten Mal anklicken, wird im Prinzip nochmal nachgefragt, ob du damit einverstanden bist, dass Daten übermittelt werden an Facebook, Twitter, wie auch immer. Und dann musst du explizit zustimmen. Und das ist dann die Einwilligung dazu. Und dann ist nämlich genau dieser Konstrukt, der da letztendlich auch gefordert ist. Du hast auf der einen Seite hast du halt mit der Webseite mit reise.de irgendwas zu tun und übermittelst jetzt irgendwie ein Like oder sonst irgendwie was oder ein Twitter eine Meldung oder so. Da hast du gar nicht mit Reise zu tun, sondern da hast du auf einmal mit Twitter oder mit Facebook zu tun. Aber dieser Übermittlung der Daten, die da jetzt erfasst werden, stimmst du dann explizit zu. Und das ist dann letztendlich schon eine Einwilligung, wo du nachher auch nicht sagen kannst, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ne? Habe ich da zugestimmt, wie ich die Webseite aufgerufen habe oder so? Weil du musst tatsächlich klicken. Also du klickst das erste Mal drauf, dann bist du gefragt, bist du damit einverstanden, kennt ihr vielleicht auch von Apple, akzeptieren muss man da in der Regel immer zweimal. Mit bei einer Installation von irgendwas mit akzeptieren, dann drückst du auf akzeptieren, dann poppt nochmal eine Meldung hoch, möchtest du das per Mail nochmal geschickt kriegen, die Bedingungen, und akzeptierst du das jetzt. Und dann klickst du nochmal drauf. Da kann keiner behaupten,
Nee, davon habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Also das ist dann vor Gericht dann letztendlich schon Beweis dafür, dass du mit bestimmten Dingen halt einverstanden warst. Mit Einfachheit und Usability hat es natürlich damit nichts zu tun. Das ist natürlich die Problematik. Und das ist sozusagen, gehen wir nochmal zurück, warum wir die Einleitung gemacht haben. Es geht hier um Grundrechte. Eins muss man bedenken, dieses Gesetz ist sozusagen auf einer Verfassungsebene und gilt dann für alle. Das gilt auch im Verhältnis zum Staat, wobei es dann wieder Spezialregelungen gibt, da wollen wir jetzt nicht eingehen, aber im Prinzip ist halt das so ein Thema, das ist technologieneutral, einheitlich geregelt und da muss sich halt jeder dran halten. Das ist die Problematik dabei und dann kann man das vereinfachen. Es gibt so das Thema, wie weit will ich da mit zu tun haben und in Verantwortung stehen? Und wenn ich so die Vorträge gestern und heute angucke, denke ich zumindest die Podcasts, die hier sind, die machen sich dann wahrscheinlich eher Gedanken drüber, zu welcher Sorte will ich gehören. Du kannst sagen, okay, ich gucke drauf, was ist formal notwendig, spiel da mit und geh da durch. Und wenn jetzt halt mal die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, dann hat die schon einen Grund und dem gebe ich dann auch alles. Also das ist so die eine Linie, die man machen kann. Oder man denkt dann weiter und sagt hier, was kann da noch passieren? Was ist denn eigentlich mit meinen ganzen Logfiles auf den Servern? Und was ist denn, wenn da irgendwo mal was draus konstruiert ist? Und die haben dann Zugriff. Und das ist das Thema, warum ich dann auch sage, IP-Adressen sind personenbezogen. Das kannst du als Podcaster nicht selber auflösen, zumindest nicht in den meisten Fällen. Also es gibt Möglichkeiten, die abfragen, wer steckt dahinter. Aber so den Einzeluser, wenn der übers Handy auf deine Seite kommt, da weißt du nicht, wer das ist. Außer du gehst tiefer rein und hast irgendwelche Dinge über Newsletter und trackst die und gehst da mit ein paar so, ja, sag ich mal, aus Datenschutzsicht unsaubere Methoden vor, aber so im Normalfall weißt du es nicht, kannst du auch nicht auflösen, für dich ist es nicht personenbezogen. Der Punkt ist aber, wenn du diese Daten sammelst und irgendeiner die mal braucht, der sie wieder auflösen kann, dann sind die definitiv personenbezogen. Also das ist auch so ein Thema, das geht ein Stück weiter. Also das ist so ein Thema, wo ich so ein bisschen immer leidenschaftlich bin, darüber hinaus zu denken und zu sagen, hallo, da gibt es auch noch andere, die ein Interesse dran haben und das ist so auch mein Tagesgeschäft, ich mache so hauptsächlich beschäftigt mit Datenschutz, so zu diskutieren auch mit den Security-Leuten. Meine Gegenüber sind nicht die Admins und die ITler, sondern ich diskutiere hauptsächlich am härtesten mit Security-Leuten und sage, hey, liebe Leute, dann erklärt mir das und dann haue ich euch auf die Finger, da wo ihr nicht weiter dürft. Und dann sage ich, irgendwo muss auch ein Ende sein, also ein so ein Thema. Was ich häufig habe, ist, ja, wir hängen das für immer auf. Also für immer gibt es nicht. Lass uns drüber reden, was ist ein sinnvoller Zeitraum. Und das entlastet dich eventuell auch, weil du sparst dann eventuell auch Speicherplatz. Ist natürlich schwierig im Podcast-Umfeld, das jetzt nachzuvollziehen, weil Podcast, muss man auch sagen, Podcast richtet sich an die Öffentlichkeit. Das heißt, deswegen seid ihr jetzt nicht in einem Minenfeld, sage ich mal, so sehr unterwegs, wenn du jetzt Apps entwickelst, und da irgendwas sammelst über Nutzungsverhalten, das ist nochmal eine andere Nummer, aber so als Podcaster zum Beispiel, ihr braucht euch jetzt weniger Gedanken machen bei dem Thema Auphonic zum Beispiel. Ihr überschreitet da auch schon Landesgrenzen, aber das Thema ist, im normalen Production-Workflow, im normalen Workflow vom Podcaster, das sind alles Dinge, die veröffentlicht werden sollen. Da ist ja nichts Geheimes dabei. Also schwierig wird es dann, wenn du das mit wenn du Telefongespräche von anderen Leuten mitschneidest und schmeißt ihn auf Phonic, dann hast du ein Problem. Also ihr habt normalerweise Dateien, die sind zum Veröffentlichen da. Und dann sage ich, das ist Datenschutz, das ist gelebter Datenschutz, denn die, die das aufgenommen haben, die wollen ja, dass es jeder sieht. Und das ist auch scheißegal, weil die NSA kann sich das auch anhören. Das ist halt, ist völlig wurscht, weil es ist an alle gerichtet. Und daher hast du dann auch an der Stelle kein Problem. Aber das sind so halt Punkte mit, wenn man jetzt mit Interviews und so weiter geht, als Datenschützer wissen die Beteiligten, was da passiert. Zum Beispiel, wenn jetzt hier offensichtlich eine Kamera ist, ja, wissen die Leute, dass das da aufgezeichnet wird oder nicht. Also das sind so Themen, die kann man sich dann überlegen. Also weiß man gegenüber. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt jemand hier auf dieser Konferenz ist, der damit nicht bewusst umgehen würde. Jetzt aber, nimmt sich mit, aber das sind so Themen. Zurückzukommen. Also, weil, ja. Das ist halt ein scheiß Thema, einfach weil es so groß ist, ja, und das weiß ich auch noch nicht. Also das Fazit muss eigentlich sein, irgendwie seht zu, dass ihr so wie, also nur wirklich das macht, wo ihr auch einen Nutzen von habt. Und dann, ja, so, also wenn du jetzt feststellst, Google Analytics ist eine schöne Sache, weil ich da tolle Bildchen rauskriege, brauchst du die wirklich. Wenn du die nicht brauchst, brauchst du den Scheiß auch nicht zu machen, ja. Du hast schon mal ein Problem weniger an der Backe. Ja, wenn du Logdateien hast auf irgendwelchen Servern, die rumlaufen,
musst du diese IP-Adressen und alles, was da wie, wer, wann abgerufen hat, musst du dann irgendwie länger aufheben? Brauchen wir in der Regel für eine Störung vielleicht mal reinzugucken, wenn du feststellst, habe ich noch nie reingeguckt, hat mich noch nie interessiert, dann schalt den Scheiß ab. Ja? Wenn ich von Twitter auf einen Link klicke und mir eine Darts-Geschichte anschauen will, ja, und dazwischen erscheint Google Analytics kurz auf, ja, ich sehe es ja, im Normalfall geht es so schnell, dass ich es gar nicht sehe, ja. Also für Chance, das wegzuschalten, ja, du, ja, kannst am Twitter verwenden, immer mehr. Ja, klar machen muss den Kunden, also beim Betroffenen und schön deinen Kunden, dass da was anderes läuft, wie das, was du in der Hand hast. Das sind halt Dienste, die du da zur Verfügung stellst. Also da ist eine Doppelklicklösung eigentlich eine super Lösung. Das hat Heise auch veröffentlicht, kannst du alles einbinden, ist gar kein Thema, ist alles öffentlich und Open Source. So, dass du sicher sein kannst, wenn du da solche Facebook-Buttons und Twitter und was weiß ich was alles hast, ja, baut das so in deine Lösung ein, dass derjenige, der da betroffen ist, sofort mitbekommt, das hat nichts mehr mit dir zu tun. Wenn es da ein Problem gibt, dann habe ich ein Problem mit Facebook und mit Twitter und nicht mit dir. Das ist ja Wortmeldung. Wir waren ja vorhin schon bei den Logfiles, wo standardmäßig IP-Adressen und was nicht noch alles reinläuft. Die IP-Adressen in den Logfiles braucht man ernsthafterweise hauptsächlich, wenn es irgendwie Störung ist. Also ich habe schon gehabt, dass ich mich gewundert habe, so, warum habe ich so viel Traffic auf dem Server? Es ist irgendwie keine neue Episode rausgekommen. Habe halt gesehen, eine IP fragt halt immer wieder die gleiche Folge zum Download ab. Wo ich dann halt dann gesagt habe, okay, die sperre ich dann aus. Weswegen ich ungern auf die IP-Information verzichten möchte. Aber könnte man dann einfach sich sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich schmeiß das nach 24 Stunden weg, weil länger brauche ich es nicht. Aber wie macht man es an der Stelle mit der Einbindung, wenn jemand halt irgendwie mit der Einbindung, wenn man das Ding über iTunes abonniert, der nie die Webseite gesehen hat? Was du machen kannst, ist, du musst ja dann überall eine Einbindung für haben, ja. Aber du solltest halt sowas wie Datenschutzinfos haben. Also, das heißt, in die Beschreibung einfach irgendwie Datenschutz Erklärung da. Die Daten, und zwar zum Zwecke der Störungsbeseitigung, Verbesserung meines Services, und schalte die für maximal 30 Tage oder 24 Stunden oder 48 Stunden, und danach werden sie gelöscht. Das ist eine saubere Information, da kann jeder was mit anfangen. Und dann sollte das natürlich auch so sein. Und das dann einfach in die Feed-Beschreibung mit reinkleben. Ja, oder eben auf deiner Webseite hast du irgendwo prominent, sagt man, ja, so, dass jeder mitkriegt, hier Datenschutzinformationen, da steht es halt drin. Ja. Weil ich mache es meistens mal oben rechts im Eck, weil dann kann niemand sagen, es ist irgendwie auf der fünften Bildschirmseite gewesen. Also nach Themenideen gesetzt, wenn du professionell machst, musst du zwei Klicks hinkommen. Oder spätestens am dritten Klick musst du die Info haben. Also es gibt wirklich eine Beschreibung, nach wie vielen Klicks musst du dort sein. Also wenn man es oben rechts mit einem Klick hat, ist man auf jeden Fall sauber. Immer im Frame mit ein. Früher statisches HTML hat man es an jeder Seite unten hingeklebt. Und das kommt genau daher, weil du musst mit wenigen Klicks hinkommen. Aber das reicht, das muss nicht dieses Pop-up. Nee. Also das Pop-up ist das Thema Cookies, weil du halt das Problem hast, bevor das Cookie gespeichert wird, musst du die Information geben und das kriegst du halt nicht anders hin. Aufgrund der Technologie, da ist die Technologie so, und auf der anderen Seite gibt es das Gesetz und dann wird überlegt, wie kann man das lösen. Und da setzt sich halt das durch, was entweder am besten da war oder am einfachsten umzusetzen war für diejenigen, die ein großes Interesse hatten. Das ist immer für mich so ein Beispiel, zumindest ich bin so alt, VHS war nicht das beste Videosystem, hat sich durchgesetzt. Da gab es deutlich besseres, aber das war halt das Verbreitete und da ist halt auch so. Die schönsten Lösungen setzen sich nicht unbedingt durch, manchmal die schnellsten, oder es ändert sich mal. Kommt eine andere Zeit oder eine neue Technik und vielleicht wird es anders. Und mit Europa wird es vielleicht wieder ein bisschen anders, weil die amerikanischen Unternehmen sind gezwungen, ab Mitte 2018 in Europa einen Ansprechpartner sitzen zu haben, an den man sich wenden kann. Deswegen haben die da so viel Einfluss genommen auf diese EU-Richtlinie. Und da kommt noch was dazu, aber da braucht man jetzt noch nicht dran denken, aber es gibt neue Altersgrenzen, das ist für uns Deutsche neu. Also da gibt es noch einen Jugendschutz, das wird ein Thema sein 2018. Da kommt noch Altersgrenze in Deutschland 16, EU-Standard 13, aber die Deutschen machen 16. Das heißt, da wird es nochmal schwieriger. Ich weiß nicht, ob sich das dann in Cookies niederschlägt. Da wird es nochmal ein Stück komplizierter, aber da wird es rechtzeitig was geben. Und wie gesagt, wenn man nicht professionell unterwegs ist, interessiert es eher weniger. Gibt es auch irgendwas in dieses Gesetz in der Sprache, das über Informationen?
dort, wo ich meinen Haupt... Da, also es gibt in Europa das sogenannte Marktplatzprinzip, dort, wo ich es anbiete. Das heißt, wenn ich jetzt explizit in deutscher Sprache anbiete, dann müssen meine Erklärungen in Deutsch sein. Wir machen wenn ich Podcast in Esperanto. Das ist meine Sprache. Dann müsste das funktionieren. Wenn du nur Esperanto anbietest, ne, dann darfst du das in Esperanto machen. Was weil die, darf ich kurz fragen, was ist die Domain? .es? Info. Ja. Theoretisch, also erstmal, wenn du nicht professionell bist, Datenschutzhinweise sollte man machen, aber in der Sprache, wo du die Webseite hast, ist auf jeden Fall okay. Also das würde ich mal unterstellen, wenn man es professionell macht, dann muss man das nochmal genauer beleuchten, wo würde der Rechtsanwalt das machen. Habt ihr ein Impressum? In welcher Sprache? Hat sich, schon mal jemand, beschwert, offiziell? Ja. Nee, dann ist das schon Esperanto, ist gut. Nee, das nee komm, ich würde es in Esperanto machen. Weil Impressum, Impressum nicht haben, ist ein schöner Trick für diese Abmahnanwälte. Ist so. Und wenn da, wenn ihr das schon, ja, ist so. Und wenn da nichts passiert ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du vom Richter gute Chancen hast, dass du sagst, hier, die ganze Seite ist in Esperanto. Esperanto ist halt kein Land. Ja, so, ja, Esperanto, genau. Ich habe die ganze Seite in Esperanto, ich habe dieses Impressum in Esperanto, ich habe natürlich auch die Datenschutzhinweise in Esperanto gemacht, was ist denn jetzt das Problem? Und ich kann mir gut vorstellen, dass da kein Richter irgendwie sagt, naja, das ist jetzt aber total schwachsinnig, das muss ja in Deutsch sprechen. Also bin ich schon voll überzeugt, zumal die ja, Domain-Info ist. Also. Ja, gut, aber die hat ja auch irgendeine eigene. Ja, alles ist, wenn du das nicht gewerblich machst, ne? Wenn du jetzt nicht das als großes Geld verdienen machst. Und dann kann man sich überlegen, macht man noch eine andere Sprache? Ja, aber ich, um es mal relativ kurz zu machen, wir sind ja keine Rechtsanwälte. Ja? So, rein theoretisch müssen wir jetzt, um eine richtig korrekte Antwort zu geben, muss man einen Rechtsanwalt fragen. Aber das macht kein Mensch mit uns Geld. Ja? Deswegen ist es schon fast juristisch vorgegangen. Wir haben jetzt alles schwammig gelassen, diesen Juristen. Ja, so ist es. Nee, aber solange du nicht gewerblich unterwegs bist, hast du da erstmal auf hoher See keine Ahnung zu haben. Auf hoher See und vor Gericht. Das kann sowieso der Jurist dann nicht, aber ich würde da sagen, in dem Fall Esperanto ist okay. Weil das ist die Zielgruppe und die sollen es ja lesen können. Also es bringt auch nichts, das in Englisch zu machen, wenn ich deutsche Zielgruppe habe und umgekehrt. Da funktioniert es nicht und da ist dann offensichtlich, dass nicht passt. Ja, und das andere ist, ich meine, ich habe mir jetzt ein paar so Sachen angeguckt, also Hotlove Publisher, da hat der Tim aufgerufen, sollten wir mal Security-Checks machen, vielleicht können wir auch mal einen Datenschutz-Check machen, mal reingucken, ob da was drin ist und dann diskutiere ich. Ich meine, er ist ein Fan von Metadaten. Metadaten sind personenbezogene Daten eventuell, ich meine, eher definitiv. Allerdings mit Einwilligung gehe ich davon aus. Ich habe jetzt gerade hier irgendwo über die über Podcast geredet. Ich habe gerade meine Datenbank hier auf, ja, wo halt seit irgendwie 2 Jahren die Download-Requests halt gespeichert werden, damit man weiß, wo der Download ist. Ja. Da wird halt aus jedem Request, dem wird halt eine zufällig generierte ID irgendwie zugeordnet, ja, womit halt IP-Adresse und alles wegfliegt. Ja. Das Pseudonymisierung ist okay. Ja. Und selbst der User Agent wird halt pseudonymisiert, indem man halt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Firefox. Und der hat die ID 5 und alles, was dann an Versionen rumfliegt, worüber man ja auch theoretisch wieder tracken könnte, gerade der Internet Explorer ist da ja wunderbar, der dann irgendwie noch sämtliche .NET-Versionen mitliefert. Die ist aber nicht mehr so gut. Ja, aber... Nee, aber das ist Pseudonymisierung, also das ist eine Methode, das sozusagen in die Richtung zu machen. Das ist dann ein Pseudonym, das kannst du dann so nutzen und das geht auch in die Richtung und das geht auch mit Google Analytics, gibt es eben auch die Version, man kann das mit Google Analytics machen, allerdings hat man jetzt bei Google das Problem, die ändern von ihrer Seite mal was, wie zum Beispiel, wenn du auf iPhones, wenn du Video einbettest, ich glaube Vimeo ist das, dann hast du plötzlich wieder Google Analytics drin, wenn du kein Flash-Player nutzt, wenn du HTML5 und die automatische Umstellung auf iOS haben willst, dann musst du das die Skripte nehmen, die übermitteln aber wieder die Daten, weil es denen halt egal ist und da kannst du in lauter Sachen reinlaufen. Das ist nicht trivial, aber das meiste, wenn du selber mal drauf gehst, halt mit irgendwie Ghostly oder sowas und guckst dir an, was passiert da und dann kannst du sowas feststellen. Und das Grundproblem ja bleibt, man sagt halt im Skript, hey Google, anonymisier das bitte, aber ist ja eine Frage, so wird das auf der Gegenseite gemacht. Also gerade wenn man irgendwie bei Facebook sieht oder bei manchen irgendwie Werbenetzwerken,
mit was für einem Elan die wirklich versuchen, sämtliche Cookie-Sachen und sonst was zu umgeben, um den User auch ja zu tracken. Und ist ja auch teilweise über verschiedene Plattformen, weil irgendwelche Smartphone-Apps irgendwie für den Menschen nicht hörbare Laute von sich geben, wenn man von Device A zu Device B tracken kann. Das, ja, da läuft viel. Und das ist aber nicht nur bei Werbetreibenden, das ist auch in Unternehmen so. Da gibt es halt so die Vorstellung, Klicks ist Geld oder so. Also das ist ja das Thema, was Werbenetzwerke so verursachen, aber das ist auch noch mehr heute, was sind Zahlen wert? Wie kann man das standardisieren? Aber ich finde, abgebrochener Download. Aber ich finde, was trotzdem einfach ein Punkt ist, also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema eigentlich für Datenschutz in Anführungsstrichen. Ja, da gibt es eine ganze Menge offener Dinge, aber das kann man ja seinen Usern auch mal klar machen. Also, dass man sagt, hier pass mal auf, und da gibt es halt Grenzen, da habe ich keinen Einfluss drauf, da kann ich nicht beeinflussen. Das ändert sich und alle möglichen Zeit lang irgendwie sind da die Regeln anders oder was weiß ich. Ich denke, was super wichtig ist, gerade für die, die jetzt rechtlich noch gar kein Problem haben, aber was schon mal super wichtig ist, so Transparenz gegenüber den Usern zu schaffen. Also zu sagen, ja, ich binde das und das ein und eigentlich ist meine Idee, das und das dann mit rauszukriegen, zum Beispiel ja, Statistiken oder zu wissen, wer was wie man macht oder eben die Logdateien, damit ich auch mal Störungen irgendwie nachvollziehen kann. Aber das ist meine Intention und ich habe das und das so und so gelöst und alles andere, vielleicht weiß ich es dann halt auch nicht, aber dann kann ich es schon auch versuchen, mal offen zu adressieren. Also im Sinne von, okay, ich weiß es halt einfach nicht. Ne? Wenn ich dann noch irgendwelche anderen Sachen, ich habe externe Tools eingebunden, was die dann noch machen, bin ich ja, nicht 100% sicher. Zum einen erklärt so, was mache ich, aber gleichzeitig, glaube ich, sollten wir alle so als Quintessenz mit rausnehmen, zu überlegen, so brauche ich all diese Daten, brauche ich auf einer privaten Webseite Google Analytics. Also ich habe es bei einem Forum von mir irgendwann gesagt, als dann halt irgendwie die nächste Abmahnrunde so, eigentlich, ich gucke irgendwie alle halbe Jahr mal auf diese Daten drauf, eigentlich sind die mir scheißegal. Mach's weg. Weg. Ja, genau. Zum Löschen. Oder der Punkt eben, du sagst Logdateien, ja, ich brauche die aus dem Grund, ja, ist gar kein Thema, aber die muss ich dann irgendwie ein halbes Jahr aufnehmen, wenn ich weiß, ich gucke da maximal einen Monat rein. Oder von mir aus auch nur eine Woche. Ja, dann lösche ich die nach einer Woche, das ist gut. Das ist das, was Lieder meint. Oder an da kann auch der Staatsanwalt, ja, muss den Verschlüssel wegspeichern oder so. Wenn dann der Staatsanwalt vor der Tür steht und sagt dann, ich will jetzt alle deine Daten haben, weil irgendein User von dir ist Terrorist oder so, kannst du sagen, kannst du gerne haben, aber ist nichts. Ja, man schafft halt nichts. Also da gibt es genug Beispiele, wo das auch mal gar schief geht. Studiolink an. Das kannst du auch für Terroristen nehmen. Also, ich meine, die Argumentation geht immer, weil Terroristen, die fahren auch Auto. Müssen wir jetzt mal anfangen, Autos zu verbieten. Also, das ist so, die Argumentation kann kommen und das ist so ein Thema. Sauerstoff, das ist ganz gefährlich. Sauerstoff ist fast schmücken. Das ist so ein Thema. Und was wir jetzt hören, ist so, Abschutz ist Täterschutz. Das begegnet uns täglich. Also, das ist, ja. Da muss man sich als Datenschützer mit arrangieren, dass man die Spaßbremse ist. Und ja, wobei eins halt definitiv ist, es ist ein Zukunftsthema, weil die Daten werden nicht weniger. Und es ist halt ein Thema, das hat mit der Verfassung zu tun und mit quasi den Menschenrechten. Und wenn man es aus dem Blickwinkel sieht, ja, natürlich ist es ein schwieriges Thema, weil irgendwo auch Gesetze zu schreiben. Natürlich, ich habe schon an Gesetzestexten mitgewirkt. Das ist so ein Thema, nimm irgendein Beispiel, was dich stört. Schreib ein Gesetz, was das verbieten würde und guck es am nächsten Tag an und überleg dir, wie kannst du das umgehen. Dann merkst du mal, wie schwierig das ist oder wie kannst du das missbrauchen. Und auch der Gesetzgeber ist da in einem Dilemma. Und das ist halt ein politischer Konsens und das sind halt irgendwelche Abwägungen, die da passieren. Und das ist, da hat der Einzelne halt jetzt keinen Einfluss drauf, aber das ist sozusagen unsere Intention, ist mal ein bisschen damit aufzuklären, was steckt dahinter. Und aus dem Grund, ja, haben wir auch gesagt, damit man da ein bisschen aufklärt, versuchen wir da jetzt mal Podcasts zu machen, die mal quasi in einfacher Sprache an die Leute gerichtet sind. Wir haben da schon jeder nur maximal 15, 20 Minuten. Also ja, im Moment erstmal Begriffserklärung, damit man versteht, was das für ein Dschungel ist. Und dann vielleicht mal ein paar Themen besprechen. Sind aber noch nicht beim Veröffentlichen, sind im Moment noch beim Löschen. Die Nullfolge ging noch, die Folge 1, die war schulmäßig, die will keiner hören. Die ertrage ich nicht mal selber, weil das wollte ich auch nicht sagen, was ich da sage. Und dann sind wir noch am Probieren, aber es kommt irgendwann mal raus. Ja, was war ja hier schon geschafft? Wie schaut es denn da beim Datenschutz aus, wenn du jetzt sagst, du wirst das gar nicht mehr hören?
Ja. Und sagen wir jetzt einmal, das hast nicht du gesagt, sondern es hat irgendein anderer in deiner Sendung gesagt und sagt, ich will das jetzt gar nicht mehr hören. Ja. Da kann ich jetzt das juristisch analysieren. Ich kenne ein paar Gesetze zu, würde jetzt einen Rahmen sprechen. Da gibt es Rechtsprechung zu, sozusagen, wie lang so eine Einwilligung ist. Es gibt ganz spannende Urteile, hängt aber davon ab, in welchem Land du bist. Du bist ja Österreicher, oder? Ja. Würde ich jetzt sagen, weil es ist ein bisschen anders. Die haben sogar noch. Aber es geht mir jetzt nicht ums Gesetz, ja, sondern es geht nur um das, was. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Also, wie wir jetzt im Moment damit umgehen, ist ja relativ einfach. Wir machen das noch nicht. Und wir haben sie noch nicht gepublished. Wir machen das noch nicht. Also wir sind die einzigen beiden, die widersprechen können. Moin, ja, Podcast, wo man jetzt irgendwann sagt, ich finde, das ist ja nicht mehr auf der. Wenn er jetzt aussteigt, er ist halbwegs fachkundig und dann erkläre ich ihm nochmal die Paragraphen, die Urteile und dann kann ich überlegen. Oder ich lösche das Zeug. Mal gucken. Also, aber es ist nicht unbedingt nur ein Datenschutzthema, spielen viele Sachen rein. Also auch das Thema Google Street View wurde unter Datenschutz diskutiert. Wenn ich jetzt juristisch rangehe, Recht am eigenen Bild ist nicht Datenschutz, ist Urheberrecht. Das ist so der gefühlte Datenschutz. Der eigene Bild schon, aber es ging um Häuser. Ja, um die Häuser. Aber sozusagen, es ging erstmal um die Aufzeichnung, dass das erste Gesetz, wo ich reingucken muss, nach dem Subsidiarprinzip Urheberrechtsgesetz, was quasi als erstes kommt. Und dann, Datenschutz hat mit zu tun, aber es ist nicht nur ein Datenschutzthema gewesen. Also das ist beliebig kompliziert, je nachdem, wie man die Dinge auseinandernimmt. Und dann, wenn man, also Datenschutz ist auch nicht eingesetzt. In Deutschland haben wir über 150 Gesetze, die Datenschutz regeln. Das macht es nicht einfacher. Und wir haben die zentrale Aufsicht in jedem Bundesländer sind für Aufsicht zuständig. Die haben andere Meinungen. Da gibt es Nord-Süd-Gefälle. Was die einen für rechtswidrig erklären, finden die anderen okay. Also das ist in der Realität, wenn du das professionell machst, beliebig kompliziert. Und da kann man seinen Spaß haben. Und ich mache das seit 20 Jahren und da erlebt man viel und gibt es auch einen guten Kopfschutz. Man weiß auch, dass man so schön mit arbeitslos wird. Ne? Ja, es wird besser. Also EU-Rechtvereinheitlichung 2018. Das wird ein Spaß. Hey, da kommen jetzt aus 27 Ländern Aufsichtsbehörden zusammen. Aus Deutschland schon mal 18. Oder also, um da ein kleines Beispiel zu bringen, weil das ist super spannend. 17 müssten es noch sein. 16 Bundesländer plus die Bundesbehörden. Und dann muss man jetzt gucken, wie die Aufsicht dann gestellt wird. Wir kriegen ja ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Und Bundesdatenschutzgesetz kriegt man nochmal neu. Ja. Und schieß mich tot und dann noch die ganzen Sozialgesetze, was da was regelt, das wird spaßig. Und die müssen erstmal wieder eine einheitliche Praxis finden, die müssen jetzt zusammenarbeiten. Wir haben den Behörden, die Datenschutzprüfung in der Vergangenheit miteinander geredet. Die sprechen nicht mal die gleiche Sprache. Aber jetzt ist es einfach nicht mehr miteinander. Ich genau. Ein super einfaches Beispiel, gerade was diese EU-Geschichte jetzt bringt, also an zusätzlicher Komplexität, ja. Bisher war es so, dass wenn wir von anonymisierten Daten sprechen oder pseudonymisierten Daten, also für den, der dann verarbeitet anonyme Daten sind, also praktisch keine direkte Zuordnung zu Personen möglich ist, dann war das für kein Datenschutzthema mehr, weil das halt eben keine personenbezogenen Daten mehr sind. Ja, also das, was du eben da gesagt hast, ne, das wäre eigentlich super lösen. Technisch ist das Datenschutz. Ja. So, mit der Datenschutzgrundverordnung hat sich das erledigt, weil da klipp und klar drin steht. Das hat auch einen Grund, warum das da drin steht. Anonymisierung und Pseudonymisierung sind trotzdem, also pseudonyme Daten und anonyme Daten sind personenbezogene Daten. Und zwar damit ist das Thema rum. Und der Hintergrund ist relativ einfach und nachvollziehbar. Da ging es um Big Data. Ja, also die Frage, dass du eben nicht mehr lang rumdiskutierst, ab wann welche Datenmenge statistische Methoden dazu führen können, dass du was auf eine natürliche Person zurückführen kannst. Und so. Da kannst du ewig diskutieren, kommst zu keinem Ergebnis. Und die typische technische Vorgehensweise war, dann machen wir da anonyme Daten raus. Und sagen wir, das sind anonyme Daten und damit hat das mit Datenschutz ja gar nichts mehr zu tun. Und die Gegenreaktion in der EU-Geschichte war dann, ja, okay, dann diese blödsinnige Diskussion entführen müssen, machen wir das, indem wir da reinschreiben, ey, anonyme Daten, pseudonyme Daten sind auch personenbezogene Daten. Ihr müsst dann schon genau sagen, was ihr damit macht. Ja, was bedeutet das jetzt, wenn so Sachen wie Transkription automatisch abgewickelt wird? Ja. Weil wenn ich jetzt zu Gast bin in einem Podcast, dann habe ich ein Audio, das da ist. Ja. Bis dato ist das Audio nicht wirklich sozusagen scannbar. Aber in dem Moment, wo es dann irgendwie sagt, ja okay, jetzt machen wir Datentranskription und jetzt sind die Sachen, die man gesagt hat, auch noch als Text vorhanden, ja, der ja viel leichter macht halt Risikorage. Ne? Ja. Und fehlerhaft sein kann und du hast es dafür, also du kannst widersprechen. Also in Europa kannst du dem widersprechen. Ich weiß ja gar nicht, ob der Podcaster meine Ding dann transkribiert.
Als Podcaster musst du dann, also wenn du Leute interviewst, handelst du datenschutzkonform, wenn du mit denen kurz vorher drüber sprichst und es ist zu empfehlen. Also wenn die Techniken, die wir heute gesehen haben, kommen, dann sollte man sein Gegenüber da aufklären, das heißt, dass es ihm klar ist. Aber es wird hier rückwirkend ja dann gearbeitet, weil dann man hat die Sachen und dann lässt man es automatisch. Das können wir jetzt juristisch auseinandernehmen. Da, sag ja, das ist datenschutzrechtlich spannend. Nicht juristisch, sondern einfach moralisch oder politisch gesehen überlegen, was heißt das. Und was für eine Stellung kann man da dann dazu einnehmen? Ja. Ich muss mir selber mal eine Meinung bilden dazu. Ja, das ist nicht so einfach. Und was in die Geschichte auch noch mit reinkommt, was vielleicht mal irgendwie als nicht kommerzielles Hobbyprojekt startet, wird vielleicht dann irgendwann nach 5, 6, 7 Jahren dann doch mal professionell, wo dann Geld fließt, wo dann auch dann, dann auch wieder andere Sachen sind, so wie sieht es denn da mit Urheberrecht aus? Also, wenn man auch nur mal sicher gehen will, wird man von jedem, der auch irgendwie nur ansatzweise in diesem Podcast vorkommt, erstmal einen vierseitigen Vertrag unterschreiben lässt, wo das alles drinsteht. Das könnte auch passieren, wäre nicht schön, aber ich würde es nicht ausschließen. Also ich weiß, ich gebe halt ab und an so Journalismus-Workshops, wo dann halt auch mitgefilmt wird, bevor ich überhaupt nur auch nur ansatzweise in meinen Gruppenraum kommen, habe ich erstmal so 4 Seiten, die ich unterschreiben darf. So, ja, ich trete diese Rechte ab, ja, bla, 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 bla. Aber ich finde, das kann passieren. Aber jetzt, weil wir eigentlich schon rum sind, ne? Aber die eine Sache, oder? Da, ja, da sind wir schon drüber. Aber vielleicht, um da nochmal die Kurve zu bekommen. Zum einen war mir vollkommen klar, erstens, das wird hier echt schwierig, weil das ist so ein breites Thema. Da müssen wir eigentlich irgendwie den ganzen Tag irgendwie Workshops machen, was kein Mensch will. Weil irgendwann platzt ja auch nachher Kopf. Wir sind viel abgeschweift und so und vielleicht haben wir das ein oder andere Ziel vielleicht auch nicht so erreicht. Wie gesagt, ist ein spannendes Thema, aber um nochmal zurückzukommen auf dem, wie wir eingestiegen sind. Den Beispielen, die wir jetzt zum Schluss so ein bisschen andiskutieren, dann sieht man so den Unterschied zwischen dem amerikanischen oder US-amerikanischen Modell und dem europäischen Modell. Was das für Unterschiede sind. Was hier relativ schnell passieren kann in Europa ist, dass du Fortschritt ausbremst, weil du bestimmte Dinge von vornherein erstmal bedenken musst. Ne? Also das sagt man ja auch immer so gerne, die Deutschen, so die Bedenkenträger, die erstmal sich Gedanken machen, was kann alles schief gehen, oh, um Gottes Willen. Das ist diese eine Seite. Ja? Da würdest du eher dazu tendieren, jetzt so zu sagen, naja, vielleicht lasse ich dann das eine oder andere lieber mal sein, so Transkription automatisiert über Google-Tools, ja, da werden ja Google-Tools eingesetzt, die dann vielleicht irgendwie da ganz schöne Dinge machen, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, was passiert in 5 Jahren. Das ist die eine Seite der Amerikaner, mal ganz ernsthaft, der geht da ran und sagt, das wird jetzt gemacht und dann wird ausprobiert und dann schauen wir mal, ob wir auf die Fresse fliegen oder nicht. Ne? Vielleicht klappt es ja und vielleicht wird es gut und so funktionieren dann halt Innovationen viel einfacher, aber die können halt auch total schief gehen. Das wissen wir halt auch nicht, ne? Ob Facebook jetzt wirklich langfristig die bessere Geschichte gewesen ist oder Google oder wer auch immer da irgendwie was rummacht. Aber ich denke, wichtig ist, man muss sich Gedanken darüber machen und dann eventuell sagen, okay, für mich oder für dich oder für wen auch immer, ist die beste Lösung, da die Finger von zu lassen oder zu sagen, okay, ich mache es, aber dann wäre meine Bitte oder das, was mir immer ganz wichtig ist, dann versucht wenigstens so ehrlich wie möglich gegenüber den Leuten, die da eventuell betroffen sind, gegenüber denen so ehrlich wie möglich zu sein. Einfach zu sagen, okay, dann mache ich auch. Ne? Aus jeden Gründen, ob da jetzt irgendwas Schlimmes mit passiert, kann ich vielleicht auch noch nicht sagen, aber das ist halt das Risiko. Ja. Und haben wir was vergessen? Aber weiß ich nicht. Sicher haben wir was vergessen. Nicht so schlimm, wir haben es vergessen. Ja, genau. Machen wir halt auf der nächsten Subscribe wieder den. Ja, das können wir machen. Fragen halt nichts beantwortet? Nee. Für den Einstieg? Für den Einstieg. Ja. Ja, das gibt eine Liste nach Hause. Auch wenn ich selber nicht den Kopf dafür hinhalten muss, aber. Auf jeden Fall ist es okay. Es ist nicht einfach. Ja. Ich glaube, es ist halt gut, dass man den Anspruch, den man draußen am Netz an Dienste hat, selber auch. Den sollte man auch an sich selber anlegen. Gerade vielleicht auch in unserem Kulturkreis, die sozusagen wirklich ein bisschen Awareness dafür haben. Und ich glaube, das gepaart mit Transparenz ist schon mal ein guter Anfang. Das ist schon ein guter Anfang. Ich denke auch, was schon ein Punkt ist, wir haben ja hier auch, glaube ich, irgendwie so einen Workshop so in Richtung professionelle Podcasten, ja, so in Firmen und so. Ne? Da
Da haben wir da auf jeden Fall ein Thema. Das ist die, also, da musst du dir überlegen. Da geht es ums Kommerzielle. Absolut. Herr Professionell kann ja auch sein, ohne dass ich selbst. Ist die Microsoft ein Mittel bei Microsoft? Ja, meinte ich.